Aleikum Salam, meine Brüder und meine Schwestern. Mach Reaction, schreibt jemand rein. Wir haben ein Video safe, was wir abhaken. Und zwar das Video von Nahim. Hab extra nicht geguckt, um es im Stream zu gucken. Nissim, genau deswegen machen wir das. Genau deswegen. Erkenne den Multimillionär Rich. Geht 29 Minuten, also Pi mal Daumen aufgerundet 30 Minuten. Und wer ist in der Jury, das gucken wir uns jetzt an. Boom, Leute, mein Name ist Nime Sky und ich begrüße euch zu einem neuen... Boah, ich muss mit dem Maus jetzt stoppen wegen meiner Tastatur, die ist leer. Aber Freunde, wir haben heute ein sehr, sehr krasses Thema. Wir hatten jetzt schon Erkenne den Millionär. Wir hatten Erkenne den... Und ganz wichtig, Chat, wer hier irgendwas spoilert, ne? Lasst mich nicht auspacken. Ich spoiler Haus des Geldes, ich spoiler Squid Game, ich spoiler alles. Ich lese mir sogar Zusammenfassungen von neuen Serien durch. Deswegen, wenn einer hier spoilert, dann spoiler ich richtig. Achso, ey, die Nummer 456 bei Squid Game stirbt. In der Küche, was? Nein, das war ein Spaß. Oder? Ich weiß nicht. Millionär V2. Aber, Freunde, heute haben wir Erkenne den Multimillionär. Das heißt, mehrere Millionen. Extrem spannend. Was machen die da drin, Alter? Was macht ihr da drin, Jungs? Da ist Sauna. Ah, Wallah, mir ist schwindelig. Wollt ihr auch in der Folge mit dabei sein, oder? Bruder, das ist so ungewohnt. Ich muss auf jeden Fall einen Akku klären für die Tastatur. Bruder, ich kann nicht mit Maus stoppen. Warte, ich habe das Gefühl, ich spiele irgendein Spiel. Das geht nicht. Wir machen jetzt weiter und jetzt kann ich auch weitermachen. Ey, Bruder. Geht das gut? Aleikum Salam. Freunde, bleibt ganz kurz dran, ganz wichtig, denn ihr könnt was richtig Geiles gewinnen. Die sind so wieder Bock, man die 500 Euro aus deiner... Okay, weißt du? Bruder, ich höre jedes Mal. Ey, ich komm gar nicht auf klar. Ich wollte eigentlich mit Jamal alleine drehen. Auf einmal sind die beiden noch da. Einfach, die waren hinten im Kofferraum. Einfach heimlich reingeslickt, Jungs. Alright, also, wir haben heute das Thema. Wir hatten ja schon zweimal Millionär da. Diesmal haben wir keinen Millionär da, sondern einen Multimillionär. Das bedeutet? Das heißt... Auch wenn ihr euch nicht kennt, versucht Freundschaften zu knüpfen, weil ist Multimillionär. Eight figures. Wow, das wird krass. Guck mal, unsere Aufgabe ist es heute, fünf Leute behaupten, dass sie Multimillionär sind, aber nur einer ist halt wirklich Multimillionär. So, und wir müssen herausfinden, wer wirklich Multimillionär ist und wer lügt. Und dann kicken wir alle Lügner raus. Und wenn wir dann einen richtigen erraten, der kriegt dann 100 Euro, die anderen gehen leer aus. Sagen wir jetzt so, aber die kriegen trotzdem Geld so hinterher, weißt du? An der Stelle diesmal haben wir das Geld nicht vergessen. Wieder gemischt mit türkischen Lira. Rein, oder? Ich bin gespannt. Einmal rein. Rein, rein, bitte! I'm a true champion. Ah, das ist der TikToker, der ist schon mal raus. Er sieht zwar aus wie so ein richtiger Bonzenjunge, aber ich kenne ihn von TikTok. Das ist dieser Typ, der immer schreit. Nee, das ist irgendein anderer Typ. Aber irgendwas macht er auf jeden Fall. Er ist auch ein bisschen lauter mit dem Organ. Deswegen, er ist schon mal raus. Ja, der ältere Herr sieht schon so aus, als hätte er irgendwie... Obwohl, ja, doch. Keine Frau ist dabei, sonst gab es immer Frauen. Was sagt ihr so? Erster Eindruck? So, erster Eindruck. Worauf würdet ihr tippen? Das ist so schwer, ne? Ich würde auf Ritan tippen. Da vorne rechts kommt mir ein bisschen bekannt vor. Macht TikTok, ne? So, vom ersten Eindruck würde ich sagen, hinten links sieht für mich aus wie so, weißt du, steht so selbstbewusst da. Mein Gefühl sagt mir in der Mitte. Nein, der ist extra nur da, damit wir das denken. Ja, ne? Also habe ich das Gefühl. Was ich noch richtig vergessen habe zu erwähnen vorhin, ne? Freunde, bevor es... Also ich habe zwei Personen im Auge, 100%. Ich check die erstmal alle, habe ich voll vergessen zu erwähnen. Alles von denen auch in der Beschreibung drin, ne? Jamal. Like, geil. Gib mir Likes. Alright, also würde ich sagen, wir schnacken gar nicht groß rum, dann soll der Erste vorne rechts am Anfang mit seiner Story, würde ich sagen. Ich muss sagen, ihm stehen die Haare unnormal. Ich bin Riton, 20 Jahre alt und ich habe den Jackpot im Lotto geknackt. Jackpot im Lotto? Jackpot im Lotto. Im Lotto, genau. Also, ich kann es dir mal erklären, meine Eltern haben den Lotto gewonnen, vor 10 Jahren. Ich habe meinen Anteil bekommen. So bin ich Millionär geworden. Du machst auch TikTok, ne? Genau, ich bin auch auf TikTok tätig. Weil dein Gesicht kommt mir so bekannt vor. Ja, genau, ich glaube, hier in der Jury kennen wir, ich glaube, alle. Ja, okay, spannend. Der hat das aber sehr selbstbewusst gesagt. Ich meine, Janne, vom Äußerlichen würde ich sagen, das würde zu dem passen. Wallah, Bruder, der ist Playboy. Wäre ich Frau, ich hätte meine Seele verkauft direkt. Okay, dann soll mal der Nächste in der Mitte bitte weitermachen. Also ich sag dir so, jetzt, damit ihr versteht, was so meine Einschätzung ist, entweder er oder der Typ hinten links. Der ältere Herr könnte aber auch irgendein Millionär sein, der dann irgendwie nach Thailand gepickt ist und dann irgendwie die wahre Liebe in Anführungszeichen gefunden hat und die ihn quasi komplett ausgezogen hat. Sowas könnte auch hinhauen, so Pattaya-mäßig, Pattaya-Story. Ja, hi. Mein Name ist Thomas Fernekohl, ich bin 55 Jahre alt, tatsächlich ein kleines bisschen älter. Ah, der hat sich auch gut jung gehalten, ne? Meine Millionen habe ich mit 2 bis ungefähr 3 Firmen gemacht, die ich irgendwann mal verkauft habe. Was für Firmen? Das sind Personaldienstleistungsfirmen gewesen und auch Zeitarbeitsfirmen, beides. Und die sind jetzt verkauft? Ja, nicht jetzt, sondern schon vor längerer Zeit. Warum hast du verkauft, wenn ich fragen darf? Weil es Zeit war.
einfach nur, weil es Zeit war. Es war dann irgendwann mal ein Angebot da. Wir haben Flughäfen bedient und auch das Bohrgeschäft auch, also onshore nach Öl, Gas und Wasser gebohrt. Und auf den Flughäfen halt Passagierdienste. Boah, das klingt schon absolut real, ne? 75 Busfahrer gehabt. Wir haben für die Bundespolizei Koffer geöffnet. Loading ein bisschen, Sperrgepäckschalter, das haben wir alles gemacht. Also da waren auf den Flughäfen waren sehr viele, in den Berliner Flughäfen wohlbemerkt. Das Ding ist, als Millionär, man verkauft nichts. Man hat keine Gründe zu verkaufen. Da war ich nur Umsatzmillionär bis dahin. 10. Und dann bist du Millionär geworden, dadurch, dass du es verkauft hast? Naja, darum geht es ja hier, ne? Also ich habe 10 Millionen Umsatz gemacht mit 300 Festangestellten. Ja, da warst du doch Millionär, oder nicht? Ja, da war ich da. Da war ich dann auch schon, ja. Aber das war ja Umsatzmillionär mehr und jetzt ist es halt... Also ich kenn's so von Freunden etc., wenn irgendwas läuft, die würden es niemals verkaufen, egal wie viel die dafür bekommen. Weil am Ende des Tages ist das ja nur ein kurzfristiger wirtschaftlicher Erfolg und wir streben uns alle, vor allem ein Millionär, nach weiterem Erfolg. Weißt du, wie ich meine? Also ja, die ganzen Millionäre achten ja auch darauf, dass das Geld passiv für einen arbeitet, ne? Das war sehr intelligent, was ich gerade gesagt habe. Kurzfristig passt guter Punkt. Guter Punkt. Da kann ich dir aber ganz locker drauf antworten. Da bist du im völligen Irrglaube. Weil nämlich, du hast dann zwar eine Umsatzmillion, du hast aber auch eine mega Verantwortung. Mhm. Und was da am Ende überbleibt, sind vielleicht 120.000, 130.000 Euro für dich so im Jahr. Mhm. Aber letztendlich trägst das ganze Risiko trotzdem, es GmbHs sind. Und trotzdem ich auch andere Geschäftsführer hatte. Aber das Geld hast du. Und jetzt machst du nichts. Ja doch, jetzt bin ich Privatier und mache eigentlich das, wo ich Lust zu habe. Ich lege auch Fußböden, wenn ich Bock drauf habe. Du lachst verdächtig. Also ich liebe Understatement sowieso. Das habe ich auch seinerzeit immer schon gemacht. Ich M6 gehabt und das lief rum wie so ein Lodderlump. Ne? Einer von 100 übrigens, 49. Und das Ding ist, mach jetzt dem halt, wo ich Bock drauf habe. Er sagt das aber so locker. Der ist krass. Also ich sag dir ehrlich, dem gebe ich schon mal meine eine Stimme. Ne? Man hat ja auch, bei den Wahlen hat man ja auch zwei Stimmen. Deswegen eine Stimme gebe ich ihm schon mal. Yeah. Ein Freund von mir baut mehrere Hallen und für den lege ich Fußböden, weil ich da Lust zu habe. Ansonsten okay. Tauche ich halt, baue noch einen Schein, dann bin ich Tauchlehrer-Assi und sowas. Okay, wenn ich jetzt so überlegen würde, okay, wenn du jetzt Millionär wärst, warum bist du hier in der Folge? Und liegst nicht irgendwo am Strand oder liegst vielleicht zu Hause und liest eine Zeitung? Aus dem gleichen Grund, weil ich Bock drauf habe. Oh, so ein Social-Media-Typ, ne? Ein Internet-Mensch. Das ist tatsächlich der einzige Grund. Das ist extrem schwer, Bruder. Ich sag mal so, du hast auch deine Firma, ne? Mhm. Du hast jetzt diese Firma, ne? Und jetzt kommt irgendjemand und bietet dir 2 Millionen Euro an. Würdest du die verkaufen, während du gerade dabei bist, es aufzubauen? Nein. Checkst du, wie ich meine? Der kleine Tipp dabei, es waren die Berliner Flughäfen. Aber der sagt das so, als würdest du nicht jucken, wenn das eine Lügenstory wäre. Ich weiß nicht. Ich wüsste auch nicht, ob man eine Lügenstory sagen würde, dass man hier einfach Fußboden legt, so, ja, weißt du? Der kommt viel zu lässig rüber, Bruder, den juckt das nicht, der 100%. An dir gehen, hat er schon gewonnen. Ja, lass erst, ich würde sagen, wir hören das mal die anderen, okay? Die anderen erstmal. Ich bin der Jan, ich bin 26 Jahre. Ja, wahrscheinlich ist der Jan, Bruder. Der hat, glaube ich, für einen anderen gerade gesprochen. Irgendein Schnittfehler, das ist nicht Jan. Ja, wie heißt du, Bruder, sorry? Jan, ich bin Code und heiße Jan, ja. Ah, du bist denn? Ist das jetzt ausgedacht, oder? Nein, ich bin wirklich Jan. Du heißt doch nicht Jan. Doch, ich habe eine kleine Background-Story. Normalerweise auf Kurdisch heiße ich Durha. Wir lachen jetzt nicht über deinen Namen, aber... Ja, aber ich kann das verstehen. Weißt du? Mein Cousin ist Günther. Bruder, Wallah, mein Cousin ist Günther. Du siehst aus wie 6 Mehmets. Ja, normalerweise. Nein, aber ich habe zum Beispiel einen Cousin, der heißt Günther. Oder Günther ist schon hart. Günther ist schon hart. Ich betreibe mittlerweile mehrere Kiosk-Filialen in einer Franchise-Kette. Welcher? Von Service Store DB. Im Norden habe ich insgesamt 6 und dann haben wir noch 2 in Köln. Wo denn im Norden? Also im Norden habe ich insgesamt zuerst Delmhaus in Bremerhaven übernommen. Das war vor 5 Jahren, wo ich 21 wurde. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 26, werde dieses Jahr 27. Wie viele Kiosk hast du jetzt insgesamt? Insgesamt sind es jetzt 8 Stück. 8 Stück? Ah, Kiosk ist immer gut, Digga. Kiosk ist wirklich immer gut. Es ist immer so, dass wenn du einen Kiosk von Service Store DB übernimmst, dass du einen weiteren verknüpft hast. Mir gehört Delmhorst und Bremerhaven als Beispiel. Das habe ich zuerst übernommen. Ich habe neue Produkte reingebracht. Brati unter anderem auch. Aber davor hatte ich das halt komplett umstrukturiert. Weil davor, ihr müsst euch vorstellen, bei dieser Franchise-Kette, das gehört ja dem Franchise-Unternehmer. Es ist dann halt so, dass du quasi selbstständig bist. Aber im Franchise-Unternehmen ist es ja so, dass da einmal ein Manager zum Beispiel dabei ist, wie bei mir in dem Falle, der dann halt einmal sagt, ey, das und das muss sein. Ich habe zum Beispiel Pflicht, ich muss bei einem Großhändler kaufen und da gibt es keinen anderen Großhändler. Aber Bruder, wenn du Multimillionär bist, ist halt ja so, du kannst dir selber deinen Namen kaufen. Deinen eigenen Namen kannst du ja machen, kann man, promoten, was bringt mir das, wenn vermarkten, jeder, weil Beispiel, du hast das Geld dafür. Ich komme aus Bremen. In jeder Ecke gibt es einen Kiosk. Was bringt mir das, wenn ich da irgendwo mittendrin einen Kiosk aufbaue? Nee, warum? Ich habe einen Kiosk in allen Bahnen. Ja, aber wenn du investierst für Werbung? Social Media. Für jeden Service-Store, der mir gehört, habe ich eine eigene Instagram-Seite und ich mache Werbung drauf. Natürlich. Ich kann nicht verstehen, dass ein Multimillionär selber irgendwie bei einem Franchise-Unternehmen deren Namen kauft. Nicht? Der Vorbesitzer, der davor die Läden hatte, der hatte doch auch genau dasselbe Prinzip. Es ist immer so, du musst dich hocharbeiten. Aber egal, ob Franchise hin oder her, ich glaube nicht, dass man durch 8 Kioske Multimillionär wird. Ihr müsst ausrechnen, Jungs. Es kommt darauf an, was sie da drinnen verkaufen. Ja, aber durch Kiosk. Wenn ihr Geld habt, was macht ihr mit dem Geld? Ist hier aber weiter? Mit 8 Kiosk, das ist, ich kenne so. Oder 8 Kiosk, überleg mal, wie viel ein Kiosk am Tag Umsatz macht. Sagen wir mal, du vor allem, er sagt ja, er hat 8 Stück und hier U-Bahnhof, ne? Meint er irgendwie sowas? Überleg mal, Jungfernstieg, wenn da ein Kiosk schon steht, der macht ja schon gut Geld. Weiß ich meine?
Champions League ist zum Beispiel sehr zentral. Und wenn du dann irgendwo hinfahren willst, musst du immer quasi über, ja, da ist ja alles. Du hast S-Bahn, U-Bahn und was weiß ich was. Egal, wo du hin willst, du musst dauert lang. Wenn dann Kiosk siehst, denkst du dir, komm, du holst schnell was und was weiß ich was. Da laufen ständig irgendwelche Leute lang. Das heißt, da ist die ganze Zeit irgendwie Traffic, Verkehr und was weiß ich was. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld reinspringt, so, wenn es um Tagesbudget geht oder Tageseinkommen. Und wenn man das dann hochrechnet auf Monat und dann auf Jahr, springt schon ordentlich was raus und er hat 8 Filialen. Ich sage so, ihr müsst vergleichen. Ihr könnt nicht ein Kiosk, was auf der Straße ist, mit einem Kiosk vergleichen, was im Bahnhof ist. Service Store DB ist ein Franchise-Unternehmen. Am Bahnhof machst du vielleicht so 10.000 Umsatz am Tag. Dadurch wirst du nicht zum Multimillionär. Wenn du 10.000 Umsatz am Tag. Du hast gerade gesagt, ein Kiosk macht 10.000 am Tag. Ja. Was ist denn das im Monat, wenn er 7 Tage die Woche aufhat? Wir reden von Multimillionen. Ja, richtig. 10.000? Warte, du bist privater Multimillionär. 4 Millionen Melonenkaugummis muss man verkaufen für 10.000. Geht doch gar nicht. Ah, du bist es nicht. Warte mal, weißt du wie? Mach mal diese Reißverschluss zu. Reißverschluss? Die Weste kenne ich von der Türkei, oder? Ja, jetzt haben wir mal an, Bruder. Mein Cousin verkauft die auch. Manchmal hängt. Siehst du, hängt. Ich habe auch manchmal diese Probleme. Bei mir, die hängen auch, Bruder. Deswegen. Meinst du, dass die fake ist? Lass fake sein. Muss der Multimillionär jetzt originale Sachen kaufen? Nein, du hast recht. Aber du bist ja jetzt gerade in einem Format, ne, wo es um einen Multimillionär geht. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dann versuchst du ja im Äußerlichen auch so zu wirken, dass du einer bist. Weißt du, wie ich meine? Wallah, ich trage auch gefälschte Sachen. Ich hoffe, Mutter. Dafür trage ich andere Sachen. Wallah, wieder. Als Multimillionär gefälschte Sachen? Multimillionär? Ja, das ist ja das Ding. Hat Mark Zuckerberg auch die reichsten Sachen an? Ja, der trägt aber gar nichts. Der trägt einfach ein schlechtes Weißes Hemd. Er ist sogar Multimilliardär. Weil es dir nicht juckt. Okay, ich würde sagen, lass erstmal weiter. Also, ich verstehe schon den Punkt. Sie sind jetzt darauf eingegangen, dass deine Jacke wohl fake ist und was weiß ich was. Aber Bruder, ganz im Gegenteil, es gibt so viele Millionäre, Bruder, die juckt es überhaupt nicht. Die kaufen sich aus Trotz gefälschte Sachen, damit die Leute sich denken, was ist das für ein Billo, weißt du, ich meine? Die juckt es gar nicht, was die tragen und was sie nicht tragen. Lieber Understatement, dass die Leute denken, du hast nichts, aber du hast dann was, weißt du, ich meine? Machen, ne? Oder weil er, wenn mein Bart auch so orange wird, ne? Ich heiße Alan, ich bin 24 Jahre alt und ich hatte mehr oder weniger das Glück, durch ein Erbe von Immobilien ein Franchise-Unternehmen zu eröffnen, bis hin zu 2 Clubs. Wo sind die Clubs? In Wildeshausen bei Oldenburg und in Bremen. Wie heißen die? 2-Raum-Club in Bremen und 5 Elements in Wildeshausen. Dadurch bist du jetzt Multimillionär? Ja, also soll ich die ganze Story erzählen? Ja, erzähl mal. Also es hat angefangen, als ich 16 war, vor 8 Jahren. Da habe ich aus der Nachbarschaft bei uns im Dorf bei Oldenburg habe ich einen älteren Mann kennengelernt, einen älteren Opa, der keine Kinder hatte. Für den habe ich mal so Gartenarbeiten gemacht, war mit ihm einkaufen, habe ihn zu Arztterminen gefahren und nach 4 Jahren, während ich meine Ausbildung gemacht habe, konnte ich sein Vertrauen so stark gewinnen, dass er mir nach 4 Jahren das Erbe, also ein Einfamilienhaus mit Grundstück und ein Mehrfamilienhaus auf mich überschreiben lassen hat im Testament. Als es dann soweit war und diese Immobilien mir gehörten, mit Ende 20 circa, habe ich die verkauft, also im Wert insgesamt von 1,6 Millionen Euro und habe von diesen 1,6 Millionen Euro bei einer Zwangsversteigerung auch bei uns im Dorf 6 Blocks gekauft für 1,1 Millionen Euro, je 8 Wohneinheiten. Das sind dann 48 Wohnungen. Für 1,1 Millionen? Ja, Zwangsversteigerung. Baujahr 43. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich 32 Wohnungen davon, also 4 von den 6 Blocks renovieren lassen im Wert von 400.000 Euro. Und jetzt mache ich mit einer Kaltmiete von 800 Euro bei 32 Wohnungen ungefähr 25.000 bis 26.000 Euro pro Monat. Und dann, das ist sehr stabil, Digga. Wie gesagt, zu den Clubs bin ich dann gekommen, auch durch Freunde. Also das sind nicht meine eigenen Clubs, ich bin auch nur Gesellschafter. Ich investiere mit, ich kriege auch einen gewissen Gewinnanteil. Aber ich stehe jetzt nicht drin, dass das... Wie viel Prozent hältst du? Also ich kann dir sagen, wie viel Gewinn... Nein, wie viel Prozent du hältst. Du hast den in die Enge getrieben. Das hast du gesagt? 45. 45 Prozent? Ja. Okay. Warum kam das jetzt nicht aus der Brust geschossen? Nee, ich wollte dir eigentlich sagen, wie viel Umsatz ich damit gemacht habe. In 2 Jahren mit 2 Clubs. Wie viel Prozent du hältst? Ja, 45. Jeweils bei beiden. Wie alt bist du? 24. Was sagt ihr? Das für jede Frage eine Antwort gehabt. Naja, ich hab gesagt, wie viel Prozent der Hälfte? Es muss eigentlich direkt rausgeschossen kommen. Ich weiß, er war ein bisschen am Hängen, ne? Das Ding ist, für mich ist eine Sache schwierig, weil ich habe irgendwo gelernt, der Millionär schweigt und genießt, Bruder. Er hat schon von seinem ganzen Leben erzählt, wie viel... Ja, aber das Ding ist, das Format, das würde ja gar keinen Sinn ergeben, wenn die Leute nur schweigen und genießen, weißt du, ich meine, und einfach gar nichts erzählen. In dem Format geht es ja darum, dass die Leute davon erzählen, wie sie zur Million gekommen sind und was weiß ich was und was sie besitzen, damit sie glaubwürdiger dastehen. Das heißt, sie müssen ja schon was erzählen. Ausgaben, der hatte Einnahmen und so, ja, nee, der kennt doch alles, weißt du, ich meine? Warte, ich würde sagen, wir müssen erstmal den Letzten hören, oder? Lass uns den Letzten erstmal hören. Der Letzte wirkt auf jeden Fall schon spannend, so vom Auftreten. Okay, dann würde ich sagen, der Letzte soll mal bitte. Achso, mein Gedanke ist, der ältere Typ und der jetzt kommt. So, erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Manjeet. Das ist der. Das ist der 100%. Das ist der. Wie geht's? Alles gut? Walla, du bist sympathisch. Und zwar bin ich 18 Jahre alt und ich habe meine Million. 18? 18 Jahre. Weil er seine Demo konnte nicht mal zu Ende sprechen. Halt, genau. Und ich betreibe E-Commerce, habe mehrere Online-Shops, heißt physische Produkte über
Online-Shops verkaufen. Das ist das, was ich seit über 4 Jahren mache. Dropshipping? Teilweise auch Dropshipping. Warte mal, er macht seit über 4 Jahren. Das heißt, er ist mit 14 schon eingestiegen. Bruder, was habe ich mit 14 gemacht? Wobei, Streckengeschäft betreiben, genau. Was hast du für eine Uhr? Das ist eine Rolex Submariner. Also würde der lügen, der hätte niemals 18 gesagt. Weißt du, was ich meine? Mit 18 Multimillionär? Ja, Bruder, ich habe auf seine Schuhe erstmal als allererstes geachtet, ne? McQueen's, ah, Baby. Ja, kann. Aber ich finde auch sein Auftreten, so weißt kann, du? Kann, aber ja, das ist halt. Selbstbewusst, bam! So ein krasses Auftreten, Bruder. Aber er war auch sehr selbstbewusst, muss man auch sagen. Ja, ja. Der sag dir doch, Bruder, die sind für mich Finale, die zwei. Hören wir erst. Im Endeffekt, man weiß nie, ne? Das Ding ist Dropshipping, da gibt es auch die ein oder anderen Blender da, also auf Instagram, ne? Kannst weitermachen. Genau, also das hat angefangen mit 13. Ich war damals spielsüchtig, ich habe sehr viel PlayStation gespielt, also Call of Duty. Da habe ich angefangen zu überlegen, okay, was will ich jetzt weiter in der Zukunft machen? Will ich eine Ausbildung machen oder Angestellte? Das wollte ich einfach nicht. Und da habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Heißt, ich habe mir ein Buch gekauft zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Welchen? Gesetze der Gewinner. Von Das Buch habe ich auch. Genau. Wie fandest du das Buch? Richtig krass. Also ich muss echt sagen, das Buch hat fast eigentlich alles verändert. Also von der Mentalität her, vom Mindset her. Ich habe einfach verstanden, okay, wie... Bruder Walla, wenn ich das Buch durchgelesen habe, dann könnt ihr euch vorstellen, stehe ich genau da. Genau so da. Ja, mein Mindset hat sich komplett verändert und meine Denkweise auch über ganz viele Sachen hat sich krass drastisch verändert und so. Gleiche Menschen ticken, wie sie Entscheidungen treffen. Und das Ganze hat angefangen über Halstücher. Heißt, ich bin im Großhandel gegangen, habe mir Halstücher gekauft für 2 Euro, habe die versucht über eBay und Spock zu verkaufen. Hat leider nicht so funktioniert. Ja, ich habe vielleicht in den ersten 2-3 Wochen 2 Verkäufe gemacht. Das ist jetzt nicht da, wo ich der Millionär geworden bin durch die Halstücher, sondern ich habe viel verschiedene Sachen probiert. Heißt, ich war da motiviert, ich habe einfach ein Ziel gehabt, bin dann auf das Geschäftsmodell E-Commerce gestoßen. Ich denke, das sagt jedem was aus. Genau das mache ich jetzt schon seit mehr als 4 Jahren. Natürlich auch erfolgreich. Dafür bin ich auch extrem dankbar. Habe da einige Shops, auch große Shops aufgezogen im amerikanischen Bereich, auch im deutschen Bereich, die ich nicht nennen darf, hier live öffentlich, weil ich auch einige NDAs unterschrieben habe, Verschwiegenheitserklärungen. Er hat Bücher gelesen. Ja. Bücher lesen nur Leute, die Zeit haben, Bruder, die keine Sorgen haben. Also ich hatte natürlich damals sehr viel Zeit. Ich war in der Schule, 13 Jahre. Und hatte ja sonst nichts zu tun, haben ja 8 Stunden PlayStation gespielt. Hast du mit deinen Eltern davor gelebt? Natürlich, bis jetzt immer noch. Und die haben gut verdient, so, ne? Also ich sag mal so, wir kommen aus der Mittelschicht. Ich definiere jetzt Reichtum jetzt nicht unbedingt mit Geld, sondern meine Eltern haben mich auch mental unterstützt. Also nicht immer nur das finanzielle, okay, finanzielle Support. Ich finde den sehr sympathisch, Digga. Sehr bodenständiger Typ. Also dem würde ich das auf jeden Fall 100% gönnen, ne? Von jemandem, sondern auch, ich denke mal, das Mentale. Besonders wenn du ein Business startest, dann hast du so manche Hindernisse und das ist schon geil, wenn man so Leute hat im Background, die dir sagen, okay, zieh weiter durch, mach das. Hast du ein Auto? Ich hab ein Auto, was für ein Auto? Ich hab ein Lambo, Aventador S. Sagt einfach ein Lambo, Digga. Ja, ist da draußen, das ist, in dem Moment hätten sie einfach rausgehen müssen und gucken müssen. Das Einzige ist halt so, er macht TikTok. TikTok mache ich auch Spaß, nebenbei mit meinem kleinen Bruder auch ein paar Videos und so. Was war jetzt deine Intention, direkt hier hinzukommen und alles zu leaken? Oder hast du darüber schon mal auf TikTok geredet? Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich öffentlich drüber rede. Das weiß keiner. Und ich glaube, das wird jetzt auch viele überraschen, ehrlich gesagt. Was denn? Dass ich Millionär bin. Aber kein Multimillionär. Ich kann es euch erklären. Ich habe ja gesagt, meine Eltern haben im Lotto gewonnen. Und dadurch ist unsere Familie, sage ich mal, Multimillionär. Soll ich mal die Story sagen? Es war vor 10 Jahren, haben meine Eltern im Lotto gewonnen. Die haben den Jackpot geknackt und es waren 90 Millionen. 90 Millionen haben die gewonnen? Genau. Wir Kinder waren schon da und die haben sich überlegt, dass wir sicher das von abbekommen. Wie viel hast du? Ich habe 5 Millionen bekommen. Also unsere Kinder wurden auf 5 Millionen aufgeteilt. Wann war das? Wann? Das war 2011, als sie im Lotto gewonnen haben. Welche Lotto haben die gespielt? Also ich kann dir mal sagen, mein Vater hat alle 2 Wochen Lotto gespielt. Er hat immer die gleichen Zahlen benutzt, immer unsere Tage der Geburtstage. Er hat immer 2 Wochen jedes Mal durch und bis es dann geklappt hat. Frage ist jetzt, 90 Millionen hat er gewonnen? Ja. Sowas wäre schon locker im Zeitung, Fernseher, überall. Das ist das. Das kann ich ja sagen. Man kann nämlich sagen, ob das öffentlich gemacht werden soll oder nicht. Sicherheitsgründen. Bei uns wurde es tatsächlich nicht in der Zeitung, nicht regional, nicht online, gar nicht. Also ist hier gerade Premiere quasi. Das ist jetzt Premiere. Das ist hier gerade Premiere sozusagen, genau. Oder wie? Das heißt, heute alle Frauen schreiben dran. Heute weiß jetzt jeder. Also aber warte mal, das ergibt ja auch keinen Sinn, Digga. Das, es wurde in der Zeitung nicht quasi veröffentlicht, nirgendwo wurde es veröffentlicht, einfach aus Sicherheitsgründen. Und er erzählt es dann hier in einem YouTube-Video. Das ist ein bisschen unglaubwürdig. Ich schreibe auch an, bei Freunden. Freundeskreis und Familienkreis wissen es die Leute. Die sehen das ja, dass unser Lebensstandard sich ändert. Aber tatsächlich Leute, die, sage ich mal, weiter entfernt sind als meine besten Freunde und Familie zweiten Grades, wissen nichts davon. Was hast du jetzt mit dem Geld gemacht? Mit den 5 Millionen? Also meine Eltern, für die war es wichtig, dass wir trotzdem schulisch gut abschneiden und eine Ausbildung oder ähnliches abschließen. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, habe ganz normal gelebt. Ich habe nicht einen auf irgendwie reich getan, habe irgendwie dahin alles geköpft, Flaschen geköpft oder sowas, gar nicht. Was hast du mit dem Geld gemacht? Ich habe ganz normal meine Ausbildung abgeschlossen. Also es ist gewonnenes Geld und man kann ja ehrlich sein, wenn einer von diesem Lebensstandard direkt auf so ein Geld kommt, kann das direkt schief gehen. Ich habe mir viele Artikel über Leute angeschaut, die im Lotto gewonnen haben, nachdem das passiert ist, wie die, sage ich mal, deren Geld investiert haben oder was weiß ich.
und ich bin 90% auf Fälle gestoßen, wo Leute einfach ihr ganzes Geld verloren haben. Und das war auch bei meinen Eltern der Fall, dass die Angst vor sowas hatten, weswegen die uns dann Sparkonten aufgemacht haben, dass wirklich, wenigstens wir sind drei Kinder, dass diese 15 Millionen sicher sind, egal was passiert. Was hast du jetzt speziell mit den 15 Millionen gemacht? Genau, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen letztes Jahr, habe bis dahin normal gelebt, bin letzte Woche zurückgekommen aus Mallorca, bin also ganzes Jahr lang drüber nur gereist. Ich habe nur, sage ich mal, Urlaub gemacht, ich war zwischendurch in Deutschland und sonst bin ich die ganze Zeit... Du hast gar nicht so irgendwie den Gedanken, das Geld irgendwie zu vermehren? Doch, ich habe bei uns im Dorf, ich kann jetzt den Namen nicht sagen, bei uns im Landkreis habe ich eine Wohnung gekauft und in Hamburg an der Alster. Bar gekauft? Bar gekauft, überwiesen, direkt. Also keinen Kredit aufgenommen, direkt, das Geld habe ich ja auf meinem Sparkonto, habe ich direkt gekauft. Auch entspannt, Digga. Und dann noch in Hamburg an der Alster. Habe ich da jemanden zur Miete wohnen lassen und hier bei mir privat ist die Wohnung für mich. Über Sparkonto bezahlen geht gar nicht, Bruder. Nein, also das Sparkonto wurde ja aufgelöst. Ich kann mir das sehr schwer vorstellen, mit 5 Millionen, das schaust du doch, ich investiere hier ein bisschen, da ein bisschen, Krypto, Aktien, weißt du? Kann mir nicht vorstellen, dass du 5 Millionen auf dem Konto liegen lässt. Vielleicht weiß er nicht, wann der anfangen soll. Ja, aber du lässt doch keine 5 Millionen auf dem Konto. Das ist doch bös gefährlich, 5 Millionen auf dem Konto liegen zu lassen, macht doch kein Mensch. Ich würde jetzt sagen, also für mich persönlich ein Rechtsherr mit Kiosk, das ist Quatsch. Da sind wir uns einig, sagen wir alle Kiosk ja, raus. Ja, ja, ja. Kiosk Safe. Raus, Bruder. Da musst du einmal bitte raus. Guck mal, ich sag mal so, bei ihm, ne, es könnte sein, er war mal Millionär und wird alles verzockt. Ich habe alles verkauft, ja genau. Also so viel ich. Das habe ich ja gesagt. Also Umsatzmillionär war ich ja schon vorher. Umsatzmillionär sind viele. Genau, aber das war ja nicht die Frage hier. Also ich habe es tatsächlich erst nach dem Verkauf für mich persönlich gehabt. Es waren ja insgesamt drei Firmen eigentlich. Einmal war es die IFS Zeitarbeit und einmal war es die IFS Innovative Personaldienstleistung und dann war es die It's Time to Work in Nordhorn. 300 Leute, etwas mehr. Wen kicken wir als nächstes raus? Warte, eine Frage habe ich noch. Was hast du noch vor zu machen so? Eigentlich will ich chillen. Mit 55 hast du ja vielleicht jetzt nicht mehr so den großen Drive, nochmal einen riesen Ritt zu machen. Also das ist ja genau der Grund, warum ich es auch verkauft habe. Also Leben genießen, wa? So. Werd doch TikToker. Quatsch machen. Oder ey, ich sag euch jetzt wirklich ehrlich. Lass direkt zwei rauskicken. Nein, schau mal, Wallah, wie hast du deine Millionen geknackt? Ja, wie ich gesagt hatte, ich habe ja die 32 Wohnungen vermietet. Ich habe ja gesagt, dass ich dann von meinem ehemals besten Freund den Subway-Laden übernommen habe in Oldenburg im Bahnhof. Und dann bin ich als Gesellschafter bei den zwei Clubs eingestiegen. Aber ich hänge immer noch... Sehr schwierig, Digga, Wallah. Deswegen ist immer, wenn ich denke, dass ich schon innerlich ein paar Leute weggekickt habe, überzeugen die mich wieder. In diesen Prozentzahlen, so weißt du, als ich das vorhin gefragt habe, ne? kam das erst später, weißt du? Deswegen, mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass wir das rausgehen, oder? Sind wir uns einig? Ja, ja. Einmal bitte raus. Wenn du 100 Euro bekommst, gibst du mir Geld? Nein, Millionär, ich brauch die 500 nicht. Gute Antwort. Ich wollte gucken. Reaktion. Aber man nimmt doch jedes Geld mit. Könnte ich lieber spenden, also ich hab's jetzt nicht nötig. Spenden? Was machst du mit 500 Euro? Nur weil ich jetzt Geld habe, sag ich mal, schmeiß ich die 500 Euro nicht weg. Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier auf dem Rückweg oder so was kaufen. Oder ich gebe ihm die ganz. Aber du hast ja gesagt, jeder von euch bekommt 5 Millionen, das heißt, der hat auch 5 Millionen. Genau, aber ist ja, also man sieht ja, wie alt er ist. Und ich habe ja auch erwähnt, entweder ab 18 oder wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat, wird dieses Konto erst eröffnet. Das heißt, er hat die, aber auch irgendwo nicht. Warte, lass erstmal den fragen, den wir als erstes noch auswählen würden. Deswegen würde ich sagen, in der Mitte. Weil gleich habe ich spezielle Fragen, dann stellen wir Lambo-Fragen. Was fährst du für ein Auto? Einen Rock'n'Roll 7er. Rock'n'Roll? Ja, so den alten, richtig geilen 7er BMW. Also das ist der geilste 7er, den es jemals gab übrigens. Alles klar. Also mein Bauchgefühl würde jetzt sagen, in der Mitte raus. Ich würde sagen, der macht auf jeden Fall, der hat gut Geld gemacht. Macht deswegen will ich den nicht raus. Ich glaube nicht Millionär, auch Umsatzmillionär glaube ich auch. Also ich würde jetzt sagen, Mitte würde ich ja. jetzt sagen. Ja, ne? Ja. Ja? Sind wir uns einig? Ja. Okay, es sind direkt drei Leute weg. Raus. Ich bin gerade wie Dieter Bohlen, ich schwöre. Ihr seid ja beides Lambo-Besitzer. Ich bin ja. Lambo-Besitzer, ja. Wie viel PS hat der Lambo? Der hat 740 PS. Das kam rausgeschossen. Hast du den Bagel? Das Ding ist, ich habe ja ein paar TikToks von ihm gesehen, ich habe nie einen Lambo gesehen. Deswegen, ich weiß nicht, der ist für mich draußen, Digga. Beim anderen wird es nochmal interessant. Also ich habe ihm bar gezahlt, ich habe direkt überwiesen, genau. Der immer mit seinem direkt überwiesen. Aber was mir jetzt gerade auffällt, ich erinnere mich zurück, wo wir gefragt haben, was hast du mit dem Geld gemacht? Und da war der Lambo nicht in deiner Auflistung drin. Das stimmt, das habe ich das tatsächlich war stark. Wir haben ja nicht gefragt, ob der ein Auto hat. Als die Frage kam, habe ich es beantwortet. Aber er hat gesagt, er war reisen. Aber kann sein, dass das auch ein Special von dem war jetzt. Hat schon gut Tops genommen. Wie viel PS hat der? 740. Auch 740. Voilà. Hast du den bar gekauft? Bar, genau. Nicht finanziert oder sonst was? Hey, warum? Weil ich ja viel flexibler bin. Wenn ich den verkaufen möchte, kann ich den auch verkaufen, aber es ist auch wertstabil. Ah, okay, in dem Level ist es bestimmt wertstabil. Ne? Kann ich jetzt erklären, was du meinst? Du sagst, man sollte es nicht vielleicht direkt kaufen und so. Lambo ist wertstabil, man fährt keine, sage ich mal, 100.000 Kilometer damit. Das Auto ist eigentlich, wenn man es kauft, danach so gut wie genauso gleich wert. Ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt, aber ein Lambo verliert jetzt nicht unbedingt einen Wert. Wenn ich jetzt damit ein, zwei Jahre rumfahre, 5.000 bis 10.000 Kilometer mitmache, ist der eigentlich fast so wie vorher wert. Ich weiß, diese Finale gerade, ich bin verwirrt. Ich auch. Sogar Mariam ist verwirrt.
Welche Habax? Habax. Weißt du auch nicht, welche Habax? Ich weiß nicht, welche Brand das ist. Nee, wer kauft denn Habax? Also kein Millionär, ne? Du weißt nicht, welche Habax? Aber Bruder, was hat das jetzt mit Millionen zu tun? Was habt ihr so für Erfahrungen mit dem Lambo gemacht? Wie ist so die Reaktion der Leute? Das ist ein schönes Auto, fährt sich gut, aber Langstrecken auf keinen Fall. Ich meine, Erfahrung, so, was habt ihr für Feedback bekommen auf der Straße so von anderen Menschen? Frauen mögen's, ne? Ja? Lieben's. Also alles positiv eigentlich so, ne? Eigentlich alles positiv. Ja, er ist raus. Niemals. Ja, wollte gerade sagen. Bruder, in Deutschland, vor allem Neidgesellschaft in Deutschland, Bruder, ist ganz hoch. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass du bei einem Lambo, Digga, nur irgendwelche Daumen bekommst. Bruder, vor allem die Fahrradfahrer, die regen sich schon über dich auf. Also du kriegst bei Lambo-Fahrer haben immer so dieses, die eine Partei feiert es, die andere Partei feiert es nicht. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass mehr Leute es nicht feiern und dich immer doof anmachen. Also jeden Lambo-Fahrer, den ich kenne, der sagt, es kriegt mindestens ein kleiner Schwanz. Also alle in meinem Umkreis, die jetzt von dem Auto wissen, gönn's mir und sagen, das ist ein Baba-Auto. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Also Feedback der Leute? Also da hast du auf jeden Fall recht, das ist jetzt nicht so ein Frauenmagnet, wie das viele sagen. Natürlich bekommt man auch neidische Blicke, das ist ganz normal bei dem Auto. Jeder dreht sich halt um, aber vom Getriebe kann ich sagen, dass ich es komplett anders werde als jedes andere Auto da draußen. Also es fährt sich gefühlt wie ein Smart. Du merkst es richtig, wenn du schaltest. Ja, ist das schon. Oh, wir gar nicht drüber reden. Allein dieses, das sagen nämlich immer Leute, die kein teures Auto haben, sagen nämlich Frauenmagnet. Und ja, so. Was genau, ist nicht ja. So? Er sagt nur positives Feedback. Quatsch, das ist so Quatsch. Das ist nicht nur positives Feedback. Ich kann noch Feedback. Was dazu sagen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass Frauen ein Magnet ist, dieses Auto. Ich hatte auch ohne das Auto vorher Frauen, also auch so. Aber gerade hast du doch gesagt, Frauenmagnet. Also ich sage jetzt nicht, dass ich durch dieses Auto eine Frauen habe. Ist auch so ohne. Das ist Quatsch. Also ich bin mir sehr, also sehr sicher. Brauchst du die 500 Euro? Wie bitte? Brauchst du die 500 Euro? Ich brauche die 500 Euro nicht, nein. Also wäre auch nicht schlimm, wenn du dich hinsetzt, ne? Nö, wäre nicht schlimm. Okay. Dann wissen wir schon, wer. Also was sagt ihr? Was sagst du? Tipp auf den Inder. Ich bin Bollywood-Fan, Bruder. Ich auch, übertrieben. Was sagst du? Safe, der. Wer? Also ich glaube auch jetzt, also meine erste Vermutung war ja der ältere Herr oder halt der linke. Sink. Der linke, ne? Der ist halt sehr selbstbewusst, schaut die ganze Zeit in die Augen. Also dem kann ich das auf jeden Fall gut zutrauen, ne? Ja, ja. Sagen wir links, loggen wir links, da musst du einmal bitte raus. Okay, jetzt sollen alle Kandidaten einmal reinkommen. Ja, dann machen wir die Auflösung. Ja, jetzt bin ich gespannt, Digga. Bruder, das ist halt echt ein Lambo. Was laberst du, Bruder? Valadim hat das aber angemerkt, Digga. Ich schwöre, der Typ ist mit so einem Selbstbewusstsein reingegangen, Digga. Da hast du schon gecheckt, das ist er. Weißt du, ich meine, vom Kleidungsstil, Erscheinen einfach. Ja, Allah! Du bist ein sehr guter Lügner. War gut, ne? Habt ihr geglaubt? Nur ich bin nicht der. Sondern? Ja, das ist ein Verwandtenkreis, die sowas gemacht haben und das, was ich gesagt habe, ist wirklich. Millionäre durch 8 Kioske. Du musst bedenken, so ein Kiosk macht einen Umsatz von 6 Euro. Guck mal, das sind 8 Kioske. Umsatz ist egal. Ja. Du kannst 20 Millionen Umsatz machen. Aber guck mal, wenn du jetzt beispielsweise, du hast 1,2 Millionen Umsatz im Monat. Ich habe ja gesagt, über 4-5 Jahre schon. Aber ich kenne so viele Leute, die einen Kiosk haben. Oder, und allein die Gewinnspanne ist so. Es kommt dran, wie du einkaufst und wie du verkaufst, ne? Ja. Stimmt. Das stimmt. Ja. Aber mit Millionär? Nein. Ich habe sie verloren, leider. Weil es die Berliner Flughäfen waren. Okay, heftig. Krass. Das heißt, sorry, war aber kein Millionär halt. Und bei dir? Alles gelogen. Alles gelogen. Alles war gelogen. Alles gelogen. Also im Freundeskreis. Ein Freund von mir hat durch einen Opa wirklich ein Grundstück geerbt und hat das Haus weggerissen und dann selbst gebaut und vermietet. Aber ich mache eine Ausbildung, ich bin Beatproduzent. Aber er hat gemerkt an Körpersprache und allem, weißt du? Da hat man schon. Aber ich habe noch nie von der Kamera geredet. Heftig. Und deine Story komplett real, ne? Ausgedacht. Alles ausgedacht? Alles ausgedacht. Ja, normal, 90 Millionen, wohin? Aber du siehst aus wie ein Millionär. Ja, ich sehe aus wie ein Millionär. Walla, hey. Ein, zwei, so ein Typ Blankenese. Der hat 90 Millionen gesagt und wir haben das trotzdem fast geglaubt. Auch ohne mit der Wimper zu zücken. So. Ja, also nochmal danke für die Einladung. Shoutout an Jamal. Richtig geil. Und ja. Eine Frage, was machst du jetzt mit der 500 Euro? Wir verteilen die am besten. Ich bin auch am Lügen. Ich bin Multimillionär. Und ja. Alright, dann würde ich sagen, ihr könnt euch das Geld abholen. Teilen wir das einmal auf, ne? Aber das ist sehr stabil von dem Typen. Er sagt, ey, ich nehme nicht das ganze Geld, er teilt es einfach auf. Das ist krass. Einmal 120 für dich. Einmal 120 für dich. Einmal 120 für dich. Einmal 120 für dich. Danke fürs Mitmachen, ne? Sehr korrekt. Wer mich verfolgen will, kann mich gerne auf Instagram folgen. Also
für junge Leute, die das hier anschauen. Ja, also wenn ihr auch ein Lambo fahren wollt auf Instagram, ne? An der Stelle, denkt dran, checkt die bitte unbedingt aus. Alles von denen in der Beschreibung. Ah, das war eine geile Folge, Digga. War sehr, eine sehr stabile Folge. Und eigentlich war ich mit der Vermutung ja gar nicht so falsch, ne? Wenn man überlegt. Ich habe ja gesagt, älterer Typ. Oder dieser Typ ganz links. Das ist schon heftig, Digga. Bruder, das ist auch schon so ein Standing, Digga, wenn du sagst, du redest die ganze Zeit davon, so von wegen, du bist Millionär und was weiß ich was. Die Leute glauben dir eventuell nicht. Und dann kommt einfach der Lambo rein, Digga. Digga.